Einen wunderschönen dritten Adventssonntag. Liebe Freunde, ja, es ist soweit, dritter Adventssonntag und auf was müssen wir aufpassen? Dass wir den Christbaum nicht vergessen zu Weihnachten. Ob er schön groß ist, klein, breit, tief, hoch. Jeder hat seinen eigenen Wunsch für Christbaum. Aber ich habe eine Geschichte zusammengeschrieben in meinem Büchlein, Dann ist Frieden, was bei Christbaum eigentlich geht. Ist ein bisschen eine Nachricht wieder drin, zum Nachdenken und Überlegen. Das lasse ich euch über. Ich habe mir was dabei gedacht und auch vorher überlegt, bevor ich die Geschichte geschrieben habe. Der Weihnachtsbaum. Im Wald, im tief verschneiten, stehen zwei Bäume. Der eine groß und schön, der andere zaust und klein. Schon ein paar Wochen vor Weihnachten wird der große und schöne geholt. Er wird in der Stadt aufgestellt, mit einem Haufen Lichter drauf, dass er jedem gefällt. Der kleine Baum steht jetzt ganz allein im Wald. Er ist traurig, weil er keinen so richtig gefällt. Er steht ganz stolz in der Stadt drin. Der große, schöne Baum. Alle gehen vorbei und beachten ihn kaum. Die Leute sind im Weihnachtsstress und haben keine Zeit. Sie nehmen kaum den Baum wahr, der da steht, vor lauter Freude. Im Wald steht nur immer der kleine, zauste Baum herum. Mensch, da hat sich der gefreut, würde er auch zu Weihnachten stehen in einer Stube. Aber wer will denn schon so einen kleinen, zausten Baum? Sowas tut sich doch keiner haben. Der Stolz vom großen Baum, der wird immer kleiner in der Stadt. Ja, weil niemand so richtig Zeit für ihn hat. Endlich ist der heilige Abend da und alle haben einen Baum, außer der kleine Zauste steht im Wald ganz allein. Ja, vielleicht hat er ein Jahr drauf mehr Glück, in einer Stube zu stehen, wo er am leichten den Kinderaugen strahlend ansehen. Die letzte Hoffnung schon aufgeben, dass er geschmückt wird mit Kugeln und Kerzen, steht ein armer Vater mit seinem Kind da vor ihm, mit leuchtenden Herzen. Du Papa, sagt das Kind, der Baum ist zwar nicht recht schön, aber den konnten wir uns leisten. Möchtest du ihn nicht kaufen, dann hätten wir auch wieder einen Christbaum, so wie die meisten. Der kleine Baum kann es fast nicht glauben. Ist es wirklich wahr, was die da reden, der für heuer geschmückt in einer Stube stehen? Jetzt steht er da, mit Kugeln und Kerzen in voller Pracht. Dass so ein kleiner, zauster Baum so schön ausschauen kann, ja, das hat sich keiner gedacht. Am gleichen Abend, zur gleichen Zeit, steht der große, schöne Baum in der Stadt allein und das ohne Freude. Der kleine Baum wird angestrahlt vor Kinderaugen. Ja, man muss nicht groß und schön sein, um was zu bewegen oder taugen. Vielleicht gibt euch die Geschichte ein bisschen was zum Mitdenken mit. Das hat nicht unbedingt gerade der schönste, den größte Baum, der teuerste Baum in der Weihnachtsstube stehen müsstet oder sollt. Aber das lasse ich euch über. Das ist euer Weihnachten und da rede ich euch nichts drin. Ich wünsche euch noch einen schönen dritten Adventssonntag und gesund bleiben.